Heute zeige ich dir eine Methode, wo man besser Golf spielen kann, Schlag für Schlag, weil jeder ist ja ein Unikat, ob man auf der Driving Range ist oder auf dem Golfplatz. Und wenn man diese Methode jetzt hier anwendet, dann wird man nämlich besser. Und was beinhaltet die? Es sind vier Phasen, die man eigentlich durchlaufen, wenn man Golf spielen. Das Erste, was passiert, ist Einschätzen. Also man schätzt dort ein, aufgrund der Situation, wie weit weg bin ich, hat das Wetter irgendeinen Einfluss, Wind zum Beispiel, oder wie ist es nachher dann bei der Landung beim Ball, ist es trocken, ist es nass, wird dann ausrollen oder stoppen. Und aufgrund der Evaluation tut man nachher dann einen Schläger wählen und dann geht man in die Phase 2. In der Phase 2, dort macht man Schulungsschwünge, so nenne ich es, ihr nennt es vielleicht Probeschwünge, wo ihr euch vorbereitet auf die bevorstehende Situation, damit ihr die nachher bestmöglichst umsetzen könnt. Und bevor man umsetzen in der Phase 2, macht man eben dann auch noch das Setup. Also das ist eigentlich dann der Abschluss, dass man nachher dann parat ist, nämlich in der Phase 3 den Jahrhundertgolfschwung können auszuführen, um erfolgreich den Ball nachher dorthin zu spielen, wo man möchte. Und jetzt kommt der Clou. Wenn man besser werden will, von Schlag zu Schlag, dann geht es nachher dann in der Feedback-Phase darum, die richtigen Schlüsse nachher dort zu ziehen, damit man bei den nächsten Schlägen, wenn man noch am Spielen ist und die Runde noch nicht fertig ist, kann besser performen. Und zwar tut man die erste Phase, hoppala, tut man die erste Phase da, tut man nochmal für sich rekapitulieren. Was ist dort gelaufen? Habe ich die Einschätzung richtig gemacht? Habe ich den Wind richtig eingeschätzt? Ah nein, es ist nicht ein Schläger mehr heute, es sind zwei Schläger mehr. Und das wiederum wird dir nachher helfen, dass du in der nächsten Situation eben zwei Schläger mehr nimmst und du das nachher dann mit dem Ball auf dem Grün vielleicht wirst legen. Und wenn du das eben nicht würdest machen, wärst du vor dem Grün, weil du den Schläger zu wenig genommen hast. Also eben im Einschätzen nochmal gedanklich für dich durchgehen, habe ich die Einschätzung richtig gemacht, währenddem dass du am Spielen oder am Trainieren bist. In der nächsten Phase, wenn man den zweiten Teil nachher anschaut, dort geht es nachher dann darum, habe ich in der Schulungsschwung oder bei der Probeschwung oder in der Vorbereitung vor dem Schwung, habe ich dort irgendetwas falsch gemacht gehabt? Bin ich am Schluss vielleicht nicht richtig hergestanden oder habe ich die Ballposition nicht richtig gehabt? Bevor ich nachher dann eben in der dritten Phase den Jahrhundertschwung probieren auszuführen. Und wenn ich den ausgeführt habe, ist der wirklich der Jahrhundertschwung gewesen? Oder ist mir da technisch vielleicht irgendetwas nicht so gut gelungen? Was müsste ich vielleicht verbessern beim nächsten Schwung? Habe ich den Schläger vielleicht zu wenig zum Ziel geschwungen? Oder was auch immer nachher dann deine Gedanken sind. Und jetzt kommt eben nochmal etwas Wichtiges. Wenn ich jetzt hier bei diesem Ablauf finde, wenn da irgendein Fehler wäre, vom Verständnis her, weil man das Spiel nicht richtig versteht, dann kann man noch so viele Schwünge machen. Wenn das Verständnis nicht da ist. Weil man bleibt nachher im System gefangen, weil einem Wissen dort fehlt, um beim nächsten Schlag besser zu werden. Jetzt, immer dazulernen ist eben wichtig. Also das ist jetzt mal ein Weg, wie du ganz sicher kannst besser spielen, wenn du die drei Phasen machst und nach einem Schluss jede Phase für dich nochmal durchgehst und schaust, habe ich alles dort richtig gemacht. Weil wenn du das schon mal richtig machst, richtig ausführst, beim Reflektieren, dann wird es dir nachher gelingen, dass du beim nächsten Schlag besser Golf spielen kannst. Je mehr Wissen das du hast über das Spiel, wie die einzelnen Schläge funktionieren, wie man vielleicht die Grüns besser lesen kann, wie man einen höheren Chip besser spielt, wie man aus dem Bunker raus besser kommt, wie man einen Drive richtig platzieren tut, wie man einen Drive richtig schwingt, am Hang spielt, bergauf, bergab, das sind alles Sachen, wo, wenn das Wissen bei dir ist, und das lernst du am besten von einem PGA-Pro, weil der hat das schlussendlich auch studiert. Also, nimm dir die Zeit, geh regelmäßig zum Pro, so alle 3-4 Wochen, lerne etwas für dich dazu, nimm 2-3 Fragen mit oder noch mehr,
tun ihn löchern und schreib dir dort nachher dann die Informationen, die du überkommst, von ihm aus und gang die Sachen nachher ausprobieren. Weil, wenn du dort mehr weisst und den Kreis so nachher anfängst für dich, bei jedem Schlag so durchzulaufen, Phase 1, 2, 3 und dann in der Feedback-Phase es richtig machst, dann bist du also auf einem Weg, wo definitiv eigentlich gegen Ufer zeigen tut und viel weniger nachher eigentlich dann so Schwankungen drin hat. Weil du nicht weisst, was du gerade machst und wie du es dort verbessern kannst. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen, für ein Abo und freue mich auf das nächste Video, wo ich dir helfen kann, dass du einfach besser Golf spielen kannst.